uns jetzt auf? Warum nehmen Sie uns jetzt auf? Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir haben Sonntagmorgens. 6.44 Uhr. Gestern Audi A5 Cabrio abgeholt. Neuwagen. Jetzt gleich geht's ab nach Leipzig. Den nächsten Wagen holen, aber keinen Neuwagen. Erstmal Zähne putzen, dann geht's weiter. Es ist sogar noch dunkel draußen, so richtig, richtig dunkel. Man könnte sagen, man hat jetzt gerade 12 Uhr morgens. Oh, also das Licht von der Kamera ist so stark. Ich bin mega müde. Ich glaube, ich bin gestern erst um 1:30, 2:30 eingepennt. Da habe ich einen Kumpel angerufen, meinte, ich soll heute auf jeden Fall mitkommen. Das Licht ist schon hell. Der pennt noch. Hey, guten Morgen! Ich fahr jetzt los, ich bin in ein paar Minuten bei dir. Okay, ciao. Ciao. Lag bestimmt noch im Bett. Man steht jetzt erst auf, Gesicht waschen, Zähne putzen, umziehen und dann kommt er raus. Alter, die Autobahn, Sonntagmorgens, die ist mega leer, ist einfach nichts los. Diese Straße ist eigentlich immer voll, immer. Ich sehe hier auf der Gegenseite 3 Autos, auf meiner Seite 2. Problem bei so einem Trip, das machen wir schon seit Jahren, ist immer die Ernährung. Man fährt dann direkt los, frühstücken geht, kann man sich immer was vom Bäcker holen oder Kaffee. Beim Bäcker genau Kaffee, Brötchen und sowas holen oder an der Tanke. Der Unterschied ist eigentlich nicht allzu groß, aber meistens ist es halt eben auf dem Rückweg. Wie sieht es denn eigentlich aus auf dem Rückweg? Wenn wir jetzt quasi mittags schon unterwegs wären, wären wir vielleicht auch auf dem Hinweg schon essen gegangen, Mittagessen. Aber Frühstück ist eigentlich immer gleich und Frühstück ist eigentlich fast immer in Ordnung. Ich meine, man zieht sich da jetzt keine fetten Burger zum Frühstück rein, das macht ja fast gar keiner. Aber auf dem Rückweg, ich stimme euch einfach mal mit, gucken wir es uns mal an. Wird wahrscheinlich McDonald's oder Burger King sein, aber mal sehen. So hart, ich bin jetzt ungefähr weniger als 10 Minuten Auto gefahren. Jetzt ist es schon richtig hell geworden. Aber das Licht von der Kamera ist immer noch an. Und jetzt müssen wir warten auf den lieben Herrn Autohändler. Da läuft er schon. Pünktlich, das nennt man Pünktlichkeit. Gleiches Timing. Rede! Du kommst ins Internet und wirst berühmt. Der macht schon wieder diese Selbstgespräche. Komm auf, gehen wir. Natürlich Borsstadt. Nein. Dorf. Borsdorf. Wie viele Kilometer? So, jetzt haben wir genau 380 Kilometer. Hör doch auf, Alter. Ich bin müde. Tschüss, 400 Kilometer. Ich glaube 400. Als er mich gestern angerufen hat, hat er gesagt, es sind ungefähr 300 Kilometer, ich weiß nicht wie viel. Ja, ich habe gesagt 380. Bitte 900 Meter. Okay, 380 ist. Auf jeden Fall, gestern Audi A5 geholt. Wir sind hingefahren. Die geben uns einen Schlüssel, diese herzlich willkommen, bla 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 gemacht. Und geben uns einen Schlüssel, geht da in irgendeinen komischen Raum, diese Jacken ausziehen, Jacke in so einen Schrank reinmachen, abschließen. Und danach kam erstmal irgendwie so ein Mann.
Und dann haben wir uns mit denen an so einen Schreibtisch gesetzt. Dann hat er diese Liste vorgelesen. Welches Auto, bla bla bla. Herzlichen Glückwunsch, ihr erster Audi. Nein, warum, wieso, dies, das. Jetzt rechts fahren und danach und dann rechts fahren. Yeah. Sprache weg, ja? Fährt gerade so nah am scheiß LKW vorbei. Jetzt. Geht aber schon. Rechts und dann und der A5 in Richtung Kassel. Jana hat uns diese Tageskarte gegeben und gesagt, guckt euch noch um. Um 10.30 Uhr ist diese Autovorführung. Habt ihr dann noch ein anderes Auto mitgekauft? Nein, nein. Guckt euch noch um. Nein, es war doch wie so ein Museum, weißt du, was ich meine? Bisschen Autos geguckt, danach sind wir runtergegangen, erstmal Restaurant. Mit dieser Tageskarte kannst du danach noch den ganzen Tag da kostenlos essen. Sind wir frühstücken gegangen, ich schwör's dir, wie ein Zigeuner, ich habe den dicksten Teller gehabt. Und dann sind wir zur Autovorstellung gegangen und der Typ sagt uns, nee, nee, ihr müsst warten, gell, da sind drei Audi R8s abgedeckt gewesen. Eine Familie, gell, drei Audi R8 gekauft. Du siehst du noch, diese Verkäufer, richtig glücklich, die machen diese Decke ab. Vollausstattung für normale Menschen. Achso, ja, okay, ja, Motor, Motor ist drin, 2,5 Liter, Turbodiesel 190 PS. Wie viel hat der eigentlich gehabt, den du mal kurze Zeit angemeldet hast? Also den Silber. Stimmt, das war eine richtige Rakete, aber auch Sechsganggetriebe, manuell, gell? Ja. Ja, Mann. Alter, der Wagen von Ades hat 14 Kilometer drauf gehabt. Der ist richtig schön, vorsichtig und frisch. Jetzt hat ihn zurückgefahren. Wir haben jetzt noch 368 Kilometer vor uns. Ja. Ankunftszeit wird angesagt, 10.44 Uhr. Und wann haben wir den Termin? 10 Uhr. 10 Uhr. Regnet noch ein bisschen. Wenn wir es überleben, melde ich mich kurz vorher, bevor wir ankommen. Die ganze Zeit, die wir jetzt aufgeholt haben, geht das ein bisschen verloren, weil wir jetzt tanken müssen. Und der lässt einfach die Tür offen. Was geht denn da ab? Auf jeden Fall habe ich gut geschlafen. Eine halbe Stunde, dann hat er ganz laut Welcome to Suntrip hier angemacht. Und das war's. Jetzt holen wir uns gleich noch einen schönen Kaffee. Wir hätten das nie gefunden, Alter. Was warte mal, gib mir, warte. Da. Das ist eine A-Klasse. A2, gell? A2. Und die Motorhaube ist da vorne das kleine Ding da. Beziehungsweise wo man Öl nachfüllt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja. Da kann man nachfüllen. Wenn man an dem Motor dran gehen möchte, muss man vorne zwei Dinger drehen und die komplette Motorhaube abmachen. Was nicht? Ja, das habe ich selber nicht gewusst. Das war das, was ich richtig wusste. Die komplette Motorhaube geht ab. Und der Typ ist hier vor der Tankstelle oder ist es sein Auto? Ist schon vollgetankt? Keine Ahnung. Das hat selbst nicht gewusst, der Typ. Ja. Und warum nehmen Sie uns jetzt auf? Bitte? Das ist Dokumentation. Ja. Warum nehmen Sie uns jetzt auf? Reinmachen, Zapfen, ich hab vergessen. Du musst richtig ein. Ach, ja, mach ich sofort. Ich mach den da. So, Sie wollten noch ein Croissant? Nee, wir haben Berliner. Gut, okay. Das haben Sie zwei Berliner und einen Muffin eingepackt? Den Muffin. Ja. Boah, die Shop sieht gut aus. Ja. Was hast du da reingemacht? Aber oh. Was ist denn, drei Stück? Eins. Und was ist das? Hä? Was passt jetzt gerade rein? Zucker. Dein zweites. Oder ist dein erstes? Erste. Das ist nochmal weg. Dings, Löffel. Mal gucken, wie viel Zeit wir verloren haben. Ah, wow. 13 Minuten. Na gut, dann geht's weiter.
Also wir sind jetzt auf jeden Fall angekommen. Wir können das Ganze natürlich nicht filmen, den ganzen Einkauf. Aber es ist auf jeden Fall eine richtig gute Gegend. Der Typ kommt jetzt raus und dann gucken wir mal, ob wir das Auto runterhandeln können. So, Marvin, jetzt stehen wir wieder, wo stehen wir wieder? Das ist gut fürs Fitnessstudio, das Fitnessessen. Genau. Jetzt schön in den Bizeps rein. Zeig das Film mal das Auto, was wir gerade geholt haben. Und das Auto haben wir gerade gekauft. Ey, wie viel PS hat er eigentlich? Weil so krass zieht er nicht. Der Kombi zieht, glaube ich, mehr. 160. 160 PS? Yes. So. Die Farbe ist geil. Die Farbe ist schön, ja. Ja. Innenausstattung. So, da haben wir einmal Navigationssystem. Rückfahrkamera hat er nicht, gell? Nee, hat er nicht. Aber das ist eine Esseline. Und mit Alcantara, Leder, Tempomat, Bordcomputer, Sportausstattung. Okay. 19 Zoll S-Line-Felgen im Sommer. Das ist auch echt gut. Yes. Und wie viel haben wir runtergehandelt? Alter, das ausnahmsweise mal. 4.000 Euro, gell? Ja, yeah, Mann. Darf ich das ins Internet dann auch stellen, ja? So. Hä? Wir müssen ja nicht den Preis sagen, aber 4.000 Euro. Ja, sag lieber nicht den Preis. Ja. Dankeschön, Herr. Aber sehr gerne. Jawohl. So, machen wir das Ding mal aus. Vergessen. Pommes. Da hat sich noch einen ekelhaften Burger geholt. Curry-Barbecue-Soße haben wir. Zweimal Cola und Spezi oder keine Ahnung, was das ist. Und ein Burger kommt noch. So, und los geht's. Zack. Und los geht's Richtung Heimat. So, jetzt tanken wir gerade, Motor ist an. 500 Kilometer stehen. Ja, die Reichweite geht auch schon hoch. Jetzt ist er schon bei halb. 340, 50, 60. Und die Reichweite geht weiter. Und jetzt ist er auf 500. Auf jeden Fall jetzt schon seit längerer Zeit, ich weiß nicht, ungefähr 2015, Oktober letztes Jahr, das letzte Mal McDonald's gegessen. Ich war auch ewig lang nicht mehr mit dem Auto kaufen. Also ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen besser in Erinnerung, aber ich glaube, wenn man eine Zeit lang sich nur noch vom frischem Essen, also ich hab ja hauptsächlich die letzte Zeit Haferflocken, Reis, Gemüse und sowas gegessen. Ey, dann merkt man so richtig den Unterschied. Erstens schmeckt man übertrieben dieses verbrauchte Öl von den Pommes raus. Und das Fleisch, das Brot und alles, das schmeckt so richtig nach Pappe. Man merkt so voll dieses Industriefabrikat, so voll Massenanfertigung. Das schmeckt man raus. Wenn man das regelmäßig isst, dann schmeckt es einem nur noch. Aber heute habe ich wieder so richtig gemerkt, wie die den Geschmack rausholen. Quasi nur noch so zentriert auf die Soßen, so dass man nur noch die Soßen schmeckt, aber das Fleisch an sich und alles. War ehrlich gesagt nicht so lecker, aber jetzt als Notlösung war es in Ordnung. Reichweite 580. Ich hab hier Kickdown und sowas. Ja. Jetzt geht's back to Germany. Germany! Ach Germany, was babbel ich für ein Scheiß? Nach Frankfurt, Mann. Jetzt geht's back to the hood. Home, sweet home. Und das ist der neue Laden von meinem lieben Herrn Kollegen. Seit wann bist du jetzt eigentlich hier? Seit wann bist du hier? 2 Wochen. Das alte Geschäft war in Höchst, Frankfurt Höchst. Und jetzt sind wir hier im Hanau, schönes Industriegebiet. Hinter den EOS? Ja. Rückwärts? Ja. Vor den EOS, meint er. Wahnsinn! Ich bin jetzt selbst das erste richtige Mal hier. Bevor er sich das geholt hat, waren wir einmal hier, aber das war nachts. Haben uns das nur von außen angeguckt. Und ich park erstmal. Komm, es waren jetzt genau 425 Kilometer. Ich bin ganz Deutschland unterwegs.
die letzten Jahre, von wo haben wir überall Autos geholt? Berlin, München, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, eigentlich wirklich fast alles. Das Einzige, wo wir jetzt noch nie gewesen sind, war Hamburg. Kommt bestimmt aber auch nochmal irgendwann. Und ja, ich gucke es mir jetzt selbst an. Das ist auf jeden Fall jetzt der neue Standort. Früher hieß es Höchste Automobile, zwischendurch mal Weilbacher Automobile und jetzt keine Ahnung, was für einen Namen er sich nehmen wird, aussuchen wird. Vielleicht Hanauer Automobil, aber kein Plan. Mal gucken. Auf jeden Fall riesengroß. Ich frage den gleich mal, ob wir noch eine kleine Führung machen durchs Geschäft. Sieht drin auf jeden Fall sehr interessant aus. Machen wir noch eine kleine Führung drinne? Nein. Warum nicht? Ich hab keinen Schlüssel mehr. Dein Ernst? Du hast einen Schlüssel für das Draußentor. Du bist doch wirklich ein Vogel. Ey? Hm. Ich guck gerade den Unterschied zwischen S-Line und nicht S-Line. Will ich mal auch sehen. Seht ihr einen Unterschied zwischen S-Line und nicht S-Line? Ich sehe den Unterschied. Weißt du was? Da steht an der Seite S-Line drauf. Nee, guck mal. Und da nicht. Guck mal, unten, ganz, ganz unten, hat er 1, 2, 3 Linien. Und der andere hat 1, 2, 3, 4 Linien. Und danach siehst du hier, bei Scheinwerfer geht so eine Linie runter. Ja. Der hat die Linie nicht runter. Das war's. Dafür bezahlst du nochmal richtig schön Aufpreis. Guck mal, die Motorhaube hat diese Linie, die Motorhaube hat auch die Linie, unten, aber die geht nicht mehr durch. Der Grill von Nebelscheinwerfer, ja, ist auch größer. Ja, okay. Der 1, 2. Ja, servus! Ach, gar nichts, ist offen! Oh. Jetzt fühlt man sich doch genau wie ein Präsident. Alles klar! Einmal zum Airport bitte. Zum Airport, wo? Scheißegal, ich will nach Dubai oder sowas. Okay, ich fahre sie direkt, ist okay? Ja, bitte. Alles klar. Das wäre super. Weil ich weiß halt nicht, was Geschäftsleute so tun. Viel Geld ist zwar da, aber so ist es halt, wenn man nicht von Anfang an damit aufgewachsen ist, gell? Da weiß man nicht, was man so macht. Ja. Scheiße hier. Schade, schade. Alkohol ist auch leer, das ist immer gut. Nee, hier vorne liegt noch ein bisschen. Ach, nee, danke. Morgen geht's noch ins Fitnessstudio. Wahnsinn. Ich wusste gar nicht mehr, dass die Dinger noch leben, ey. Aber die sind richtig schön sauber geworden. Ja, ja. Richtig geil. Also gestern waren die richtig sauber noch. War gestern was los oder was? Habt ihr gestern eine Fahrt gehabt? Ja, das war ja nur Hochzeit und so. Ah, okay. Und das war das Hochzeitsauto? Ja, genau. Geil. Das ist ja geil. Das glaube ich. So kann es auch mal aussehen. Einfach mal zwischendurch mal in der Limousine ein bisschen mitfahren. Ein bisschen chillen. Ist aber echt richtig gut. Die pinke Limousine ist ehrlich gesagt nicht so aufgeräumt gewesen, gell? Nee. Die ist richtig schön sauber. Der lässt sich auch richtig geil fahren. Ja? Ja. Krass, Mann. Krass. Also wenn ihr mal eine Fahrt haben wollt oder sowas, auf jeden Fall nicht bei mir melden. Schreibt mir auch keine E-Mail deswegen oder sowas. Mein privates Auto. Ah, und jetzt lege ich mich eine Runde schlafen. Ah. Und es ist auf jeden Fall auch ein, wie nennt man das eigentlich? Ein Unternehmen von meinem Kollegen. Und läuft auf jeden Fall, soweit ich weiß, eigentlich sehr gut. Es gibt, glaube ich, gar nicht so viele Limousinen. Firmen hier in Frankfurt. Ich kenne nur einen in Wiesbaden und einen aus Mainz. Aber ist ja auch egal. Wir genießen einfach mal ein bisschen hier das Ambiente, wie so ein Wohnzimmer. Aber ich glaube, bei dem Präsidenten sieht es nicht wirklich anders aus. Ist bestimmt so fast dieselbe Ausstattung. Was fehlt jetzt eigentlich noch? Eine Villa? Ist in Planung? Ferrari Lamborghini ist nicht so mein Ding. Was holen wir uns denn doch? Limousine reicht. Steuer und Versicherung, fertig. Jetzt zeige ich den Zuschauern erstmal die Limo auch von außen. Oh Gott, es ist windig. Oh. Das ist die Limousine von außen. Wahnsinn, wie windig es ist. Erstmal hier auch nochmal. Schönen guten Tag. Alles klar? Wie geht's, mein Lieber? Ja, muss wie immer. Wie immer. Es sieht doch wirklich so aus wie so ein Politikerauto aus Amerika. Leute, der war doch was für mich.
21.000 Euro, den kann man bestimmt noch runterhandeln. Hundertprozentig. Und ich hole jetzt erstmal meine Sachen aus dem A4 und danach geht's wieder zurück nach Hause.